Liebe Zuschauer, wir suchen heute für die kleine, junge, quirlige Hündin namens Kaffee ein neues Zuhause mit Michael Sperlich vom ersten freien Tierschutzverein. Hallo und herzlich willkommen. Und ich versuche heute mal zu moderieren. Hallo. Hallo. Oh, sie ist ja wirklich wahnsinnig lebendig. Wie alt ist die Kleine? Ja, ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr? Dreivierteljahr und ja, dementsprechend Teenie. Power, power, power. Aber hallo, aber sowas. Ja. So, wie kam sie zu euch? Ja, Ende Januar in Grünau ausgesetzt. Also erstmal als Fundhund. Und da sich keiner darum bemüht hat. Wo in Grünau? Stuttgarter Alleebereich. Und ja, Quecksilber, wie gesagt, ein wirkliches Quecksilber. Ein Problemchen hat die Gute. Sie hat sich als Welpe wahrscheinlich beim Rumtoben an der linken Pfote die Wachstumsfuge beschädigt im Handwurzelbereich. Und das kann natürlich, das könnte dazu führen, dass die Pfotenbildung, bis sie ausgewachsen ist, nicht optimal ist, dass also eine leichte Schiefstellung auf der Pfote ist, was nun wiederum durch die atypische Belastung dann im Alter, wenn man Pech hat, muss nicht, aber wenn man Pech hat, auch eher vielleicht zu Arthrosen führen könnte, muss man einfach wissen. Also das heißt, muss in der Beobachtung bleiben. Muss beobachtet werden und ist jetzt nicht unbedingt der Hund, mit dem man von vornherein wahnsinnig viel Sprungübungen und so weiter und Sprungspiele machen sollte. Jetzt, sie ist sehr jung, sie muss natürlich, muss jetzt noch ein bisschen was lernen. Ein bisschen ist gut, sie muss noch alles lernen. Ich habe es diplomatisch formuliert. Sie ist noch richtig unerzogen, sie ist ein sehr freundlicher, sozial offener Hund, aber ohne jegliche Normen und Regeln. Und insofern bedarf sie natürlich einer klaren Erziehung. Das heißt Hundeschule, würdest du empfehlen? Ja, die Hundeschule, das ist, die Hundeschule ist die eine Seite, das kann man gerne machen, aber in allererster Linie ist das die Lebensschule, die jeden Tag stattfinden muss. Weil das Problem ist, Hunde lernen natürlich auch sehr schnell. In der Hundeschule gibt es da so einen bösen Onkel oder eine böse Tante, wo man parieren muss. Die dann meistens ja mit der entsprechenden Autorität auftreten. So wie ich jetzt gerade. Ja, so wie du jetzt gerade nicht, genau. Aber und dann hat man ja das Phänomen, dass die Hunde auf dem Hundeplatz perfekt funktionieren. Und sobald die aus dem Tor raus sind, ist das Elend wieder da. Nein, konsequente Führung, konsequente Erziehung. Und ja, damit tue ich dem Hund ja einen Gefallen. Es gibt klare Regeln. Es bildet sich ein gutes, hoffentlich gutes, soziales Beziehungsgeflecht mit dem Umfeld, mit seinen Bezugspersonen. Und das ist ja für den Hund als soziales Wesen ganz, ganz wichtig. Ja, nicht, dass er ständig nur dann irgendwo auf Grundeis läuft, weil er also von früh bis abend nur Mist baut. Ernährungsmäßig, worauf gibt es da zu achten? Ja, alterstypische Ernährung. Das heißt, also ein Junghund braucht natürlich ein wesentlich angereicherteres Futter als ein adultes Tier oder gar ein altes Tier. Es gibt auch wunderbare Futter für Junghunde. Ich empfehle hier auch bei dieser Rassemischung geringen Rohproteinanteil, idealerweise der so Richtung 10-12% runtergeht. Von Futtern, es gibt auch sehr hochwertige Futter, die in dieser Altersgruppe ab 10 bis zu 30% Rohproteinanteil rate ich ausdrücklich ab, weil natürlich hier durch die Ernährung auch auf das Verhalten Einfluss genommen wird und ein hoher Rohproteinanteil bringt richtig Power und das braucht sie nicht, das hat sie schon. Das hat sie schon original eingebaut. Also. Wie viel muss sie beschäftigt werden? Oder wie viel Zeit braucht das Ganze? Hunde ja, brauchen Zeit. Hunde brauchen in jedem Fall Zeit. Aber sie ist ja sehr agil. Aber sie muss vor allen Dingen auch geistig beschäftigt werden. Das heißt, Suchspiele, von mir aus auch gerne Zielobjektsuche oder aber einfach auch nur das Beibringen von mir aus Kunststückchen oder sowas. Kann man alles, sollte man alles tun. Aber nur mit geistig Bedacht gerade bei ihm, was die Pfote angeht. Ja, na gut, du hast ja klar. Vorhin schon gesagt, aber nicht richtig alles machen, was sie also geistig beschäftigt. Ja, nicht in der Hoffnung leben. Also ich setze mich dann, na gut, das Fahrrad in der Größe, das sollte man eh nicht. Aber ich jogge jetzt richtig los und dann ist der Hund platt. Also da habe ich eine ganz klare These, wer da eher platt ist. Also aus dem Grund, das bringt es unterm Strich nicht. Im Gegenteil, ich verschärfe das Problem dann auch, ich trainiere den Hund richtig auf. Und je mehr auftrainiert er ist, desto mehr muss natürlich immer weiter. Und das ist nicht die Lösung. Nein, geistige Beschäftigung, ganz wichtig. Bei Hunden wird von Hundehaltern gern mal vergessen. Jetzt hoffe ich, dass du für die Kleine, wo ist er denn gerade? Ja, so okay. Guckt sich gerade das Studio an. Wir sind gut versichert, kein Problem. Jetzt hoffe ich, dass er für die Kleine Interessenten finden und natürlich auch mit der entsprechenden Zeit. Ne? So ein Hund braucht Zeit und man muss Verantwortung übernehmen. Es gibt ganz immer wieder Fälle, wo der Hund in dem Alter so schnell entschieden wird und dann merkt man, für die nächsten 15 Jahre. Ne? Gut. So.
Ich bedanke mich, dass ihr heute da wart. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Wenn Sie Interesse haben an Capri, dann wenden Sie sich ans Tierheim Breitenfeld. Und wir verabschieden uns und sehen uns in 4 Wochen wieder. Bis dahin.